Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Die kanadische Regierung hat die Fangrechte für die Fischer der Europäischen Gemeinschaft reduziert. Zugleich drohte Fischereiminister Pierre de Baan mit einem völligen Fangverbot in kanadischen Gewässern. Er bemängelte, dass die EG sich nicht an die Bestimmungen des Fischereiabkommens gehalten habe. So hätte es Beschränkungen kanadischer Fischverkäufe in der Gemeinschaft gegeben. Auch das Importverbot von Jungrappenfellen hätte Kanada Schaden zugefügt. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Maßnahmen würden besonders die deutschen Fischer treffen. Ägypten und die Sowjetunion haben sich auf den Austausch von Botschaftern geeinigt. Dies berichtet die ägyptische Tageszeitung Al-Gomouria. Der Ministerpräsident des Landes, Mohyeddin, bestätigte indirekt diese Meldung. In einem Interview erklärte er, es gebe keine Hindernisse auf dem Wege zur Normalisierung zwischen beiden Staaten. Der frühere Präsident Sadat hatte im Dezember 1977 die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abgebrochen, um gegen die sowjetische Einmischung in seinem Land zu protestieren. Der amerikanische Präsident Reagan hat Rumänien eine Frist bis zum 30. Juni gesetzt, um die neue Regelung für auswanderungswillige Rumänen rückgängig zu machen. Sollte Bukarest dabei bleiben, dass die Ausbildungskosten an den Staat zurückgezahlt werden müssen, werde dem Land die sogenannte Mastbegünstigungsklausel im Handel mit den USA entzogen, erklärte Reagan. Die Amerikaner gewähren dem Ostblockland mit dieser Klausel günstige Zolltarife. Papst Johannes Paul II. Ist gestern in Nicaragua, der zweiten Station seiner Reise, durch mehrere mittelamerikanische Staaten eingetroffen. In Managua wurde er von Kirchenführern und Mitgliedern der Regierungsrunta begrüßt. In der Begrüßungsansprache griff der Staatschef des Landes, Ortega, die Politik der USA scharf an. Er erklärte, Nicaragua werde wieder einmal mit einer aggressiven Politik Nordamerikas konfrontiert, die diese Nation nicht in Frieden arbeiten lassen will. Der Papst rief zum Dialog auf, um Hass, blutigen Konflikten und unnützen Anschuldigungen ein Ende zu setzen. Die Erdölförderländer der OPEC wollen sich am Montag in der britischen Hauptstadt London treffen, um neue Preise und Fördermengen auszuhandeln. Das wurde nach einer Konferenz von Fachministern mitgeteilt. Angeblich haben sich 8 Länder der OPEC bereits über eine Senkung des Ölpreises verständigt. Hier noch die Ergebnisse von 3 Spielen aus der zweiten Fußball-Bundesliga von gestern Abend. Darmstadt Fürth 3:0, Hannover 96, Rot-Weiß Essen 4:0. Alemannia Aachen, Union Solingen 2:1. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Tage heiter bis wolkig. Am Nachmittag im Nordwesten Bewölkungszunahme und Regen. Höchsttemperaturen 4 bis 9 Grad Celsius. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.